Hallo zusammen. In diesem Video möchte ich Ihnen die Blaser Repetierbüchse R8 vorstellen und einige Funktionen der Waffe zeigen. Und dazu holen wir die Blaser R8 zu unserem Übungstisch. Bevor wir die Waffe zum Übungstisch bringen, muss ein Sicherheitsbereich definiert werden. In unserem Fall meine linke Seite. Außerdem muss der Zustand der Waffe beschrieben werden. Wir sehen, dass der Verschluss der Blaser R8 geöffnet ist und sich keine Patrone im Magazin befindet. Achten Sie dabei darauf, dass die Mündung der Waffe während der gesamten Handhabung ausschließlich in den sicheren Bereich zeigt, um eine Gefährdung auszuschließen. Am Übungstisch beschreiben wir erneut den Zustand der vorliegenden Waffe. Wir sehen, dass der Verschluss geöffnet ist und da keine rote Signalmarkierung sichtbar ist, die Waffe nicht gespannt ist. Die Abzugseinheit befindet sich im Gehäuse und im Magazin befinden sich keine Patronen. Wir sehen nicht, ob sich ein Fremdkörper im Lauf oder eine Patrone im Patronenlager befindet. Um nun die Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, nehme ich die Waffe auf. Die Mündung zeigt dabei und während der gesamten Waffenhandhabung immer in Richtung Sicherheitsbereich. Zunächst entnehme ich die Abzugseinheit durch Betätigen der beiden Magazintasten. Der Verschluss kann anschließend durch Betätigen des Schlossfangs nach hinten entnommen werden. Nun kann der Lauf auf Fremdkörper überprüft werden und sichergestellt werden, dass keine Patrone sich im Patronenlager befindet. Der Lauf ist frei von Fremdkörpern und es befindet sich keine Patrone im Patronenlager. Nun kann der Verschluss von hinten in das Gehäuse eingesetzt werden und die Abzugseinheit montiert werden. Die Sicherheit ist nun hergestellt und die Waffe kann abgelegt werden. Es folgt eine Zustandsbeschreibung der Waffe. Der Verschluss ist geöffnet, die Waffe ist nicht gespannt. Die Abzugseinheit befindet sich im Gehäuse, es befinden sich keine Patronen im Magazin. Der Lauf ist frei von Fremdkörpern und es befindet sich keine Patrone im Patronenlager. Im sicheren Zustand können wir nun die waffenspezifischen Daten überprüfen und ablesen. Hersteller und Modell, Herstellungsland und das Herstellungsjahr, sowie das Kaliber, in diesem Fall 308 Winchester, die Nummer des Austauschlaufes und die Kalibergruppe des Austauschlaufes, sowie die Beschusszeichen, hier die Abwurfstange für das Beschussamt Ulm. Auf der Unterseite des Verschlusskopfes befindet sich ebenfalls die Seriennummer, Modell, Hersteller und die Kalibergruppe des Verschlusskopfes. Um die Beschusszeichen auf dem Verriegelungskopf zu überprüfen, muss dieser aus der Verschlussführung entnommen werden. Die Beschusszeichen befinden sich im hinteren Teil auf der Spreizhülse. Die Seriennummer des Gehäuses befindet sich auf der Innenseite. Nun laden wir das Magazin der Blaser R8 mit Pufferpatronen. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie laden das Magazin in der Waffe von oben oder Sie entnehmen das Magazin und laden das Magazin außerhalb der Waffe. Anschließend nehmen wir die Waffe auf und führen das Magazin von unten in das Gehäuse ein. Die Mündung zeigt hierbei auch immer in den Sicherheitsbereich. Um nun einen Schuss abgeben zu können, schließen wir den Verschluss. Dabei wird eine Patrone in das Patronenlager zugeführt und bringen die Waffe in die Anschlagsposition. Im Anschlag bringen wir den Spannschieber in die vordere Position. Vorder- und Hintergelände sind frei und wir können einen Schuss abgeben. Wir repetieren und möchten keinen weiteren Schuss abgeben. Die Waffe wird im Anschlag entspannt, die Magazineinheit entnommen und die Patrone aus dem Patronenlager repetiert. Es befindet sich keine Patrone im Patronenlager. Die Waffe kann nun in einem sicheren Zustand abgelegt werden. Um die Ausgangssituation herzustellen, wird die verbleibende Patrone nach vorne aus dem Magazin entnommen
Das Magazin kann in das Gehäuse eingesteckt werden. Das Patronenlager ist frei, der Verschluss ist geöffnet, die Waffe ist nicht gespannt. Die Abzugseinheit mit dem Magazin befindet sich in der Waffe und es befindet sich keine Patrone im Magazin. Die Sicherheit ist hergestellt und die Waffe kann in einem sicheren Zustand abgelegt werden.